Moin zusammen, Fennec hier. In Hogwarts Legacy gibt es viele Herausforderungen und manche davon sind spieltechnisch sehr wichtig. In diesem Video zeige ich euch, welche Herausforderungen ihr unbedingt abschließen solltet. Kurzer Hinweis, die Herausforderungen findet ihr, wenn ihr auf Optionen drückt und dann hier zu den Herausforderungen. Hier seht ihr dann 5 Tabs und wenn ihr darauf drückt, kommt ihr dann auch zu den Herausforderungen. Sobald ihr eine Herausforderung abgeschlossen habt, könnt ihr auf das Symbol gehen und die Belohnung dann annehmen. Die wohl wichtigsten Herausforderungen findet ihr bei den Erkundungen. Merlins Prüfung, welche auf der Karte mit dem Blattsymbol gekennzeichnet sind, geben euch mehr Platz in eurer Ausrüstungstruhe. In den Prüfungen müsst ihr kleine Rätsel lösen. Zum Teil müsst ihr Feuer entzünden oder auch Kugeln von Säulen entfernen. Starten könnt ihr Merlins Prüfung mit Blätter des Malvenkrauts. Dieses platziert ihr an Merlins Altären, wie hier zu sehen. Merlins Prüfung schaltet ihr mit der Hauptstory-Quest die Prüfung Merlins frei. Alte Magiespuren sammeln ist eine weitere Herausforderung, die ihr abschließen solltet. Auf der Karte sind diese mit dem alte Magiesymbol gekennzeichnet. Für den Abschluss der Herausforderung erhöht sich die Kapazität eurer alten Magieanzeige. Ihr könnt dadurch also mehr alte Magie speichern und öfter hintereinander den alten Magieangriff casten. Die Prüfung startet ihr, indem ihr an der alten Magieansammlung die Stelle untersucht. Danach müsst ihr in den Ruinen Spuren alter Magie suchen und einsammeln. Nachdem ihr alle Spuren eingesammelt habt, wird die Prüfung abgeschlossen. Beim Raum der Wünsche ist gerade für den Kampf in Hogwarts Legacy die Herausforderung "Verbessere deine Ausrüstung" wichtig. Verbessert ihr eure Ausrüstung am Webstuhl, bekommt ihr bei dieser Herausforderung Eigenschaftskristalle. Diese Eigenschaftskristalle verstärken eure alte Magie. Eigenschaftskristalle könnt ihr in Rüstung mit einem Eigenschaftsplatz platzieren. Dies geht auch am Webstuhl. Die Eigenschaftskristalle gehen nicht verloren, habt also keine Bedenken, wenn ihr sie in Rüstung verbaut. Wie oft ihr etwas für den Abschluss von Herausforderungen machen müsst, seht ihr hier oben an der Zahl. Also ich müsste jetzt noch 8 weitere Ausrüstung verbessern, um den nächsten Kristall zu bekommen. Und schon kommen wir zu den letzten Herausforderungen, welche gerade für den Kampf wichtig sind. Das sind die Kampfherausforderungen. Besiegt ihr eine bestimmte Anzahl an spezifischen Gegnern, zum Beispiel Kobolde, erhaltet ihr wieder Eigenschaftskristalle als Belohnung. Diese Kristalle geben euch defensive Verstärkung gegen die spezifischen Gegner. Guti, das war's auch mit dem Video. Dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!